Vielleicht jetzt? Ja, jetzt hat Thomas. So, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Applaus vorneweg gibt es selten, aber warten Sie einfach mal ab. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben jetzt viele abweisen müssen. Ich schreibe das natürlich mal unserem Thema, unseren Referenten zu und vielleicht auch ein bisschen zum kleinen Prozentsatz unserem Haus. Wir haben heute den zweiten Talk bei Bloch zum Themenkomplex vom Homo sapiens zum Homo digitalis mit dem, wenn Sie so wollen, provozierenden Titel Yes, we scan, totale Freiheit oder totale Kontrolle? Fragezeichen. Eine gewisse Sensibilisierung haben wir ja im Grunde schon hinter uns, wenn ich das so sagen darf, mit dem ersten Talk, der im November, Dezember mit Oskar Negt hier erfolgt ist und auch, wenn Sie so wollen, obwohl das jetzt nicht in diese Reihe gehört, mit der Zukunftsrede von Sascha Lobo. Aber wie auch immer, es vergeht ja fast kein Tag, wo nicht dieses Thema digitale Welt in den Medien ist, mit allen Vorteilen, die wir natürlich auch genießen mit dem Internet, mit den Smartphones auf der einen Seite, aber auch die Gefahren betreffend, derer wir uns vielleicht nicht so ganz bewusst sind, wie uns lieb ist. Denn natürlich hat alles seinen Preis und die Freiheit gibt es nicht umsonst. Es ist, wenn Sie so wollen, eine doppelgesichtige Freiheit, nämlich jetzt frei nach Jean-Paul Sartre, eine Freiheit auf der einen Seite für etwas und eine Freiheit von etwas. Längst sind wir als User transparente Wesen und werden, wenn wir Frank Schirmacher folgen, von Number Two, dem allwissenden technischen Algorithmus, überwacht und sogar gesteuert. Yes, we scan, proklamierten wir deshalb diese Veranstaltung, denn der beherrschende Homo digitalis hat diese tiefe Überzeugung und er hat auch die Macht dazu. Die Freiheit ist ein Geschäft und die Technik sein Kapital. Meine Damen und Herren, die Zusammensetzung unserer heutigen Diskutanten ist selten spannend und ich bin schon auch stolz, dass sie so zustande gekommen ist und ich denke auch vielversprechend. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Gerhard Baum. Gerhard Baum war von 1978 bis 1982 Bundesminister des Innern im Kabinett Helmut Schmidt und zuvor, wenn ich das noch sagen darf, Staatssekretär bereits unter Willy Brandt. Er gilt bis heute neben Burkhard Hirsch und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Leider ist ja Werner Mayhofer, der Laudator übrigens der Friedenspreisrede von Bloch, nicht mehr unter uns, als profiliertester Vertreter des sozialliberalen Flügels der FDP, der sich für den Schutz von Bürgerrechten einsetzt und deren Einschränkung durch die staatlichen Überwachungsmaßnahmen zu verhindern sucht. Schon die damalige schwierige innenpolitische Lage in den 70er, 80ern zeigte auf, wie schwer es ist, das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit auszuloten. Und heute ist das Problem sicherlich noch erschwert, weil vieles, ich sag mal, sich im Untergrund des Virtuellen abspielt. Die Methoden der Verfolgung und der Angriffe sind subtiler, unsichtbarer und dadurch eben auch noch gefährlicher geworden und vor allem unlöschbarer. Wir sind, denke ich, längst auf den Festplatten so mancher Mega-Firmen des Virtuellen gelandet. Herr Baum reichte zahlreiche Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht ein, so etwa gegen den großen Lauschangriff, das Luftsicherheitsgesetz und zuletzt gegen das Vorratsdatenspeichergesetz. Herr Baum ist zudem Autor zahlreicher Bücher und von politischen Essays. Eine seiner letzten Publikationen trug den Titel »Rette die Grundrechte, Bürgerfreiheit kontra Sicherheitswahn«. Und im Juli 2014 bekannte er in einem Interview in der Westdeutschen Zeitung, und da stand er nicht allein, aber er war einer der wenigen, die das so gesagt haben, »Ich würde Snowden aufnehmen«.
Und ich sag mal, wie sensibel Herr Baum denkt, zeigt seine Aussage, die finde ich wirklich bemerkenswert: Ich bin stolz auf die German-Angst. Schon am 6. November 2008 durften wir Herrn Baum hier begrüßen, hier im Hause, hier im Ernst-Bloch-Zentrum, als er sich an einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Schüler für Menschenrechte beteiligte, zusammen mit Barbara Luchbieler von Amnesty International. Und ich darf Sie erlauben, dass Herr Baum noch anekdotisch anfügen, dass Sie sich sogar im Dunstkreis von Ernst Bloch insofern bewegen, als Sie sich für den Gründungsaufsichtsrat der von Suhrkamp zur Verfügung gestellt haben, unter anderem zusammen mit Hans-Magnus Enzensberger in der schweren Zeit der Insolvenz. Suhrkamp ist ja nun als AG gerettet und Suhrkamp ist natürlich auch Bloch und Bloch ist Suhrkamp. Vielen Dank, herzlich willkommen, lieber Herr Baum. Ich begrüße sehr herzlich Anne Roth. Anne Roth studierte Politikwissenschaft und ist Bloggerin und Netzaktivistin. Im Juli 2007 ist Frau Roth als Partnerin von Andre Holm ins Licht der Öffentlichkeit geraten, der morgens um 7 Uhr in der gemeinsamen Wohnung als Terrorist festgenommen wurde. Danach begann sie, über das Innenleben der Terrorismusermittlung zu bloggen. Die Bundesanwaltschaft fand schließlich nichts, was den Vorwurf erhärtet hätte, und stellte die Ermittlung 2010 ein. Frau Roth arbeitete mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Tactical Technology Collective, einer Nichtregierungsorganisation, die sich die Förderung der digitalen Medienkompetenz zur Aufgabe gemacht hat. Dort war sie für die Weiterbildung im Bereich digitale Sicherheit zuständig und seit September 2014 ist sie Referentin im NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags. Frau Roth spricht regelmäßig bei den großen Events der deutschen Netzszene, etwa bei der Republika oder dem Chaos Communication Congress. Neben ihrem eigenen Blog schreibt sie auch in unregelmäßigen Abständen für Netzpolitik.org, den FAZ-Blog 10 vor 8 und den Bewegungsblog beim Neuen Deutschland. Wir danken Frau Roth übrigens sehr, dass sie zugestimmt hat, morgen einen Workshop hier im Hause zu leiten zu dem wichtigen Thema, wie kommuniziere ich sicher im Internet. Es gibt dafür noch wenige Plätze und wer sich dafür interessiert, sollte sich im Anschluss an die Frau Wagner-Schwabe melden. Es gibt noch ganz wenige Plätze für 10 Euro, aber bitte überfallen Sie jetzt nicht sie massenhaft. Herzlich willkommen, liebe Frau Roth. Ich begrüße Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar ist von Haus aus Physiker und einer der profiliertesten Wissenschaftsjournalisten und Moderatoren. Ranga Yogeshwar beschäftigte sich mit experimenteller Elementarteilchenphysik und Astrophysik, studierte an der TH Aachen und arbeitete am Schweizer Institut für Nuklearforschung, am CERN in Genf, nennt man das CERN? Sowie am Forschungszentrum Jülich. Zum Wissenschaftsjournalismus fand Yogeshwar 1987 über den Westdeutschen Rundfunk Köln, wo er mehrere Jahre die Programmgruppe Wissenschaft leitete. Zu Beginn seiner Moderatorenkarriere trat er mit Jean Pütz in der Wissenschaftsshow auf. Später wurde er bekannt mit der Sendung Quarks und Co. und die Magazine Globus, W wie Wissen und Wissen vor Acht. Und Wissen vor Acht hat er regelmäßig dafür gesorgt, dass man eben bei der Tagesschau auch gleich mit eingefädelt hat. Neben seiner journalistischen Tätigkeit engagiert er sich für digitale Rechte seit einiger Zeit, seit immer. So zählte er zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs internationaler Schriftsteller gegen Massenüberwachung und Datenausbeutung und Demokratieverteidigung im digitalen Zeitalter. Zudem ist er einer der Initiatoren der Initiative Jeder kann programmieren, deren Ziel es ist, Kindern digitale Mündigkeit durch das Erlernen einer einfachen Programmiersprache zu ermöglichen. Auch er schreibt regelmäßig fürs Feuilleton und seine Ansage, rechnen Sie damit, lebenslang ein Verdächtiger zu sein,
klingt zu Recht wie eine Mahnung. Kürzlich, auch kleine Anekdote, lieber Herr Yogeshwar, kamen Sie im SZ der Süddeutschen Zeitung streiflich zu Ehren, denn dort führte man ihn mit Aristoteles zusammen, gespielt in der Sendung Hart aber fair, bis es schließlich hieß, Yogeshwar ist eine Art neuer Aristoteles. Doch wir sind hier, meine Damen und Herren, nicht bei Hart aber fair, sondern bei Talk bei Bloch und das live, wo es schon auch mal hart aber fair hergeht und das ist gut so. Herzlich willkommen, lieber Herr Yogeshwar. Ich begrüße schließlich altbewährt Dietrich Brandts, der unsere Talks kenntnisreich und versiert seit einiger Zeit moderiert. Herr Brandts ist Redaktionsleiter von SWR2, Aktuelle Kultur und bekannt geworden durch seine SWR2 Forum-Sendungen. Herzlich willkommen, Herr Brandts. Ohne Geld gibt es keine Veranstaltungen, deshalb möchte ich ganz herzlich auch den Sponsoren danken, dem Sponsor BASF und den Unterstützern Landeszentrale für Medien und Kommunikation. Ich weiß nicht, ob Vertreter da sind, die ich auch persönlich begrüßen dürfte. Den Technischen Werken Ludwigshafen, der GAG, der Stiftung der Stadtsparkasse und der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir aus zeitlicher Enge sehr knapp heute sind und möchte Herrn Brandts ermutigen, ganz streng auf 8:45 hinzuplanen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das wird gemacht, Herr Kuhfeld. Vielen Dank für die freundliche Einleitung und Einladung und schönen guten Abend Ihnen. Yes, we scan klingt erstmal recht lustig. Wenn man in den Untertitel dieses Podiums schaut, dann findet man drei populäre Begriffe der Netzkritik. Das ist zum einen die Überwachung, das ist die Transparenz und das ist die Kontrolle. Der Philosoph Byung-Chul Han hat in seinem jüngsten Buch Transparenzgesellschaft dazu geschrieben, die Überwachungsgesellschaft vollendet sich dort, wo ihre Bewohner sich nicht durch äußeren Zwang entblößen, sondern das eben freiwillig tun. Das heißt, für ihn sind wir nicht nur Opfer der Durchleuchtung, zum Beispiel durch große Konzerne wie Google oder Facebook. Für ihn sind wir mindestens Mitwirkende. Beginnen wir das Gespräch hier oben doch deshalb ganz direkt, Frau Roth, sind Sie bei Facebook? Ja. Sie sind bei Facebook. Haben Sie die neuen AGBs unterzeichnet oder gegengezeichnet, gebilligt? Ich hatte ja nicht die Gelegenheit, man wird ja gar nicht gefragt. Deswegen, ich weiß, dass es sie gibt, aber mehr habe ich dazu nicht getan. Ich gehe davon aus, dass alles, was ich bei Facebook tue, also alles, was ich da reinschreibe oder like oder verlinke oder was auch immer dort gesammelt wird, das hat, glaube ich, Max Schrems mal mit der Kampagne Europe versus Facebook sehr ausführlich nachgewiesen, als er darum gebeten hat, man kann das ja machen, sich von Facebook alle Daten zuschicken zu lassen und Facebook einen Fehler gemacht hat, nämlich ihm auch alles mitgeschickt haben, was er schon gelöscht hatte und was sie trotzdem über ihn gespeichert hatten. Also das wird alles gesammelt. Was dann mit den Daten passiert, da wird es dann schon so ein bisschen schwammiger, wie die verknüpft werden und wie die benutzt werden, diese Daten. Das ist, glaube ich, nicht so ganz eindeutig klar, aber dass sie benutzt werden, weil das ja das Geschäftsmodell von Facebook ist, damit dann Werbung zu platzieren, das ist klar, das weiß ich selber auch. Und wie gesagt, in dem Fall überlege ich mir natürlich schon auch, was ich da reinschreibe und was auch nicht. Also sowas wie Kinderfotos beispielsweise poste ich nicht, weil ich finde, das sollen meine Kinder selber entscheiden. Ja, aber dass dort alles gesammelt wird, das weiß ich schon. Ich frage Sie noch kurz weiter, sozusagen im digitalen Check. Bei WhatsApp sind Sie aber nicht. Warum dort nicht? Bei WhatsApp bin ich nicht. Das stimmt, weil ich bei WhatsApp anders schlimm finde, dass es den Zugriff auf die sämtlichen Kontaktdaten in meinem Telefon verlangt. Das heißt, ich liefere nicht nur mich, WhatsApp und seinen Datensammlern aus, sondern auch noch alle Leute, deren Telefonnummern ich in meinem Telefon gespeichert habe. Und das finde ich persönlich noch viel unangenehmer, weil ich die ja nicht alle einzeln danach frage. Und deswegen mache ich das nicht.
Sie sind bei Facebook, Herr Yogeshwar, das kann man sehr schnell herausfinden. Ob Sie bei WhatsApp sind, weiß ich nicht. Wenn man im Netz schaut, findet man sehr viel von Ihnen auch auf Ihrer persönlichen Webseite. Sie geben recht viel Preis, finde ich. Man sieht auch Ihre Kinder dort auf Fotos. Man sieht, wo Sie Reisen unternommen haben. Und Herr Kuhfeld hat das vorhin zitiert, Ihr Wort. Rechnen Sie damit, dass Sie für immer verdächtig sind? Man macht sich verdächtig, das haben Sie auch in einem Selbstversuch mit einem Spionagehandy mal dargestellt, wie man verdächtig wird, was alles aufgezeichnet wird. Man verrät andere, wenn man bei WhatsApp ist, das hat Frau Roth gerade getan. Sie verraten sich selbst sozusagen. Warum geben Sie so viel Preis? Ich gebe nicht bewusst so viel Preis. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist die völlige Abstinenz, um sicherzustellen, dass Sie nicht in der digitalen Welt vorkommen. Die gibt es aber nicht, denn in dem Moment reden wir nicht nur von Facebook, sondern wir reden davon, dass ich kein Mobiltelefon haben darf, denn selbst wenn ich nicht damit telefoniere, wird protokolliert, wo ich bin und meine Geopositionsdaten sind da und viele Mobiltelefone können Sie nicht einmal abschalten. Das heißt, selbst wenn Sie scheinbar abgeschaltet sind, sind Sie immer noch online. Sie dürfen kein Auto nehmen, weil in dem Auto genau protokolliert wird, wie Sie fahren. Inzwischen ist es so, dass moderne Aggregate in Autos Speicherchips haben und eben sehr genau gucken, wie ist der Motor in den letzten Fahrzyklen gefahren, wo hat der vielleicht zu viel oder zu wenig Gas gegeben. Sie können also, wenn Sie das konsequent durchdenken, nicht mehr in einer Gesellschaft wie der unseren, ich würde fast wagen zu sagen, existieren, indem Sie noch Kontakt zu anderen haben. Steuern Sie trotzdem gegen, indem Sie zum Beispiel E-Mails verschlüsseln? Nein, und ich tue das nicht, weil ich auch keinen Revolver zu Hause habe. Weil die logische Konsequenz wäre zu sagen, okay, wenn ich für meine Sicherheit im Netz sorgen musste, durch das ich verschlüssele, dann kann ich natürlich auch einen Revolver zu Hause haben, um auch die andere Sicherheit abzudecken. Das ist ein für mich amerikanisches Modell, was ich nicht in Europa verankert sehe. Sondern ich glaube, dass es eine staatliche, eine gesellschaftliche Aufgabe ist, diesen Raum der Sicherheit, diesen Raum der Privatheit, diesen Raum des Nicht-Kommerziellen so zu verankern durch Gesetze und entsprechend auch durch klare Maßnahmen, die auch diese Gesetze zum Leben erwecken. Entschuldigung, dass ich einhake. Sie sagten eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Eine politische, eine Aufgabe für den Gesetzgeber oder eine Aufgabe für die Gesellschaft, das selbst zu regulieren. Wie meinen Sie das? Sowohl als auch. Es fängt damit an, dass ich nicht verstehen kann, warum ein Land wie Deutschland nicht möglicherweise Facebook nicht zulässt. Es gibt andere Länder, wenn Sie China nehmen, da darf Facebook nicht. Jetzt sagen natürlich einige, die dürfen nicht, weil die Chinesen das gerne selber wissen wollen. Ja, aber das Interessante ist, auf nationaler Ebene funktioniert das. Das bedeutet, wir haben es schlichtweg verpasst, in Europa, in Deutschland, bewusst oder unbewusst verpasst, im Grunde genommen diese Grundrechte, die die Basis unserer hiesigen Gesellschaft sind, im Zeitalter des Digitalen zu schützen. Und was wir jetzt tun, ist im Nachhinein nachlaufen einem Zug, der inzwischen so viel Fahrt aufgenommen hat, dass wir ihn nicht mehr einholen. Es gibt auf verschiedenen Ebenen, auf der politischen Ebene, die Frage nach wirtschaftlicher Opportunität. Es ist so, dass große US-amerikanische Konzerne, inzwischen habe ich den Eindruck, im Bundeskanzleramt ein- und ausgehen. Und sozusagen darüber wird nicht sehr viel publiziert. Also wenn Sie allein statistisch, also ich weiß einfach persönlich von diversen Malen, wo Eric Schmidt von Google bei Frau Merkel war, wie ein Staatsgast in Hollande, also in Frankreich wurde er wie ein Staatsgast von Hollande empfangen. Wir reden im Moment gerade davon, dass wir ein Freihandelsabkommen haben, was vollkommen intransparent für uns Bürger ist und bei dem ich nicht weiß, was in Sachen Datenschutz, was in Sachen Privatheit
Oder einfach ausgedrückt sogar, was in Sachen, um es mal ganz profan auszudrücken, Steuerrecht da drin steht. Wir bestellen alle bei Amazon und ich bin Luxemburger. Das freut mich an der Stelle nicht, denn wenn Sie das Paket von Amazon kriegen, kriegen Sie nie eine Rechnung, interessanterweise. Aber Sie erfahren, dass Sie bei Amazon Société Anonyme de Responsabilité Limitée in Luxemburg gekauft haben. Also nicht mal Steuern, was ja vielleicht noch ganz naheliegend ist, nicht so philosophisch, das ist so richtig handfest, werden eingefordert. Und das gilt für Amazon genauso wie für Apple, die übrigens 5 Firmen in der Avenue Charlotte in Luxemburg sitzen haben. Das heißt, wir verpassen hier in Deutschland tatsächlich genau die Handlungsanweisungen, die auf allen Ebenen, auf der Ebene des privaten Staates, auf der Ebene der Freiheit, auf der Ebene des Fiskalen, bis hin auf die Ebene des Kompetenten, verpassen wir. Es ist ja eine Frage der Bürgerrechte. Also steuerrechtlich ist das natürlich relevant, aber es geht auch tatsächlich um Bürgerrechte, es geht um Selbstbestimmung nicht zuletzt. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage noch, bevor ich diese Frage an Sie richte natürlich, Herr Baum. Nachfrage an Sie, Herr Yogeshwar. Wenn Facebook jetzt mit den neuen AGBs weiß, wo Sie sind gerade im Bloch-Zentrum, stört Sie das nicht? In meinem sehr speziellen Fall nicht. Warum? Weil ich in Anführungszeichen eine blöde öffentliche Person bin. Und insofern vielleicht noch da akzeptieren muss, ja, dass sozusagen meine Handlungen in gewisser Weise publiker werden als andere. Was mich weniger stört, ist, dass Facebook das weiß. Was mich mehr stört, ist, dass wir erst am Anfang sind. Und mit am Anfang meine ich, dass es nicht nur darum geht zu sagen, ich bin jetzt hier in Ludwigshafen und sitze neben Herrn Baum, sondern es geht darum, dass wir über Algorithmen, über eine Vielzahl von Daten, die gesammelt werden und die nicht nur, ich sag mal, kalte Daten sind im Sinne von Ort, im Sinne von Kommunizieren, ja, was schreibt der etc., sondern dass wir gerade dabei sind zu erleben, wie wir in eine neue Qualität kommen von Daten, die sehr viel mehr preisgeben. Ich rede von, und die ersten Beispiele gibt es, Armbänder, mit denen Leute joggen gehen und die demnächst sozusagen in der Next Edition sogar ihren Blutdruck, ja? Das sind die Selbstoptimierer, die wissen wollen, wie sie trainiert haben, ob der Blutdruck sinkt, ob und das geht sehr viel weiter, denn die nächste Generation von iPads oder Tablets haben natürlich wie heute schon eine Kamera. Nur diese Kamera verfolgt ihre Pupillenbewegung. Und damit weiß diese Kamera, was sie lesen. Das ist zuerst einmal für die User toll, man muss nicht blättern, also man liest bis unten hin und die scrollen weiter. Ich habe die Prototypen gesehen. Der nächste Schritt ist aber, dass diese Kameras auch anfangen, ihre Pupillendilatation zu ermitteln. Okay? Das bedeutet, sie kriegen einen Zugang zu einer nicht expliziten, sondern impliziten emotionalen Ebene, um damit abzuscannen, wie fühlt sich eine Person, wenn sie das liest. Das Sichtbarmachen, das Gucken wird in 5 Jahren dazu führen, dass, ich wage heute die These, Sie können es aufschreiben und in 5 Jahren prüfen, dass in 5 Jahren Internetwerbung nur dann bezahlt wird, wenn sie vom User auch gesehen wird. Also man gibt jedenfalls mehr Preis von sich, als man vielleicht auch weiß. Man ist sich dessen nicht immer bewusst. Das führt oft zu diesem fast scherzhaften Wort, dass die digitale Welt mehr weiß über einen als Freunde oder als man vielleicht sogar selbst weiß. Es sind jedenfalls massive Eingriffe. Da könnte man viele Beispiele noch nennen. Mich hat zuletzt erschreckt der Lautsprecher des Konzerns Amazon namens Echo, der auch so eine bequeme Dienstleistung anbietet. Man stellt ihn in den Raum, hat eine Spracherkennung, man ruft dem Lautsprecher zu, welches Musikstück man hören möchte. Echo spielt das ab, wie der Name ja fast schon sagt. Die schlechte Pointe dabei ist, dass Echo ein Mikrofon hat, das ist immer angestellt und Echo hört mit in dem Raum, in dem es steht. Und da hat man den sicheren Eindruck, dass es ein Produkt, das nicht nur zum Musikabspielen erfunden wurde, eben, sondern auch zum Datensammeln.
Mich das macht Ihr Telefon übrigens auch. Also wenn Sie nicht kann, macht es. Also wenn Sie ein iPhone 6 haben und Sie stellen es im abgeschalteten Zustand in die eine Ecke und Sie sagen, Siri, wie spät ist es? Ist es interessant, dass Siri Ihnen antwortet. Und der zweite Punkt ist dabei, ich sage das nur, weil vielleicht nicht der eine oder andere in der Technik drin ist, dass diese Spracherkennung auch nicht, wie der eine oder andere vermuten würde, auf Ihrem Telefon stattfindet, sondern die Sprache sozusagen übers Internet an einen Server geführt wird. Auf diesem Server wird sie mit guter Rechenleistung ausgewertet und dann kommt das Ganze zurück und das Telefon tut mitunter das, was Sie meinen, es tun sollte. Also wir sind heute schon sehr offen, viel offener, als man denkt. Mich interessiert daran die Frage, Herr Baum, egal welches Beispiel wir jetzt nehmen, was wir gerade gehört haben, auch das Beispiel Facebook, das orten kann, das eingreift, das die digitalen Spuren alle nachvollzieht, nicht nur in der Facebook-Kommunikation, sondern auch wo wir uns sonst bewegen im Netz. Ist das nicht eigentlich ein klarer Rechtsbruch? Natürlich ist es ein Rechtsbruch. Es geht gegen Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Menschen... Das ist so klar wie nur was. Diese Silicon Boys, die sagen ja, Privacy interessiert uns nicht mehr. Privacy is not longer a social norm. Die Amerikaner haben einen anderen Begriff von Privatheit übrigens als wir. Sie beziehen sich immer auf die Freiheit. Die Freiheit der Rede, ja, Freiheit des Handels. Während unser ganzes Verfassungssystem und die Tradition der Aufklärung, wie sie bei uns angekommen ist, im Grundgesetz, sich auf die Menschenwürde bezieht. Und Privatheit ist Ausfluss der Menschenwürde. Die Urteile, die hier genannt worden sind, die ich erstritten habe, oder auch andere, beziehen sich immer auf die Menschenwürde, auf die Verletzung der Menschenwürde, also gegen eine Grundnorm, die unabänderlich ist, die das ganze, unser gesellschaftliches Leben bestimmen muss. Übrigens, alle Ausländer, auch Flüchtlinge und Asylbewerber, stehen unter dem Schutz, unantastbar ist die Menschenwürde. Ja? Die gilt für alle, die hier leben, nicht nur für Deutsche. Also die Menschenwürde ist der Bezugspunkt und sie wird vielfach verletzt, ohne dass diejenigen, die wir gewählt haben, uns schützen. Das ist merkwürdig. Wir könnten jetzt x Beispiele noch bringen. Mich hat letztens ein Beispiel beeindruckt, dass Google kauft ja alles auf. Google hat also die Raumtemperaturmesser, die Firma aufgekauft für Milliarden. Und dann hat man gesagt, na ja, wenn das sich so weiterentwickelt, können Sie genau feststellen, in welchem Raum welche Lufttemperatur und welche Luftfeuchtigkeit besteht. Das heißt, Sie können feststellen, im Schlafzimmer hat Beischlaf stattgefunden. Ja? So geht das in die Privatheit. Und wir sind praktisch in einem Prozess, einem dynamischen Prozess, haben Sie richtig geschildert, einer weltweiten Überwachung, die voll stattfindet, durch NSA, aber durch andere, eine Überwachung durch staatliche Stellen. Und wir sind in einer Situation eines Überwachungskapitalismus. Denn Daten sind Geld, Daten sind Gold, Daten sind Macht. Also wir haben zwei Stränge. Wir haben den staatlichen Bereich und wir haben den nichtstaatlichen Bereich. Aber beide sind zusammengekoppelt. Denn die nichtstaatlichen, Google und Facebook, sind per Gesetz verpflichtet, Daten an NSA abzuliefern. Das heißt also, wenn Sie heute auf Facebook gehen, landen Sie bei NSA. Ja? Das heißt also, beides ist verkoppelt, das ist eine Sache, die sich konzentriert auf die USA. Das Problem, die großen Firmen sitzen alle in den USA, NSA sitzt in den USA. NSA ist die größte Vorratsdatenspeicherung, die es je gegeben hat. Sie schöpfen alles ab und lagern das und arbeiten das auf. Ohne übrigens, sage ich Ihnen als Mann, der die innere Sicherheit doch zu einem Lebensthema hat, ohne das Verbrechen wirklich wirksam zu bekämpfen. Sie hatten vor dem 11. September alle Informationen. Die hatten Sie. In einem Kongressbericht legen Sie das dar. Sie haben sie noch nicht zusammengeführt. Sie haben den Menschen ausgeschaltet und haben nur die Maschine gehabt und haben ausgeschaltet den Instinkt des Kriminalisten, der daraus etwas gemacht hat. Also wir sind in einer Situation, wo wir nicht geschützt werden. Aber unsere Souveränität wird angegriffen, unsere Grundrechte werden angegriffen. Die Bundesregierung sieht das. Wir reden, diskutieren über das Handy von Frau Merkel. Ist lächerlich. Unsere Handys sind das Problem. Millionenfach werden wir abgeschöpft.
Ich habe ein Urteil erstritten gegen die Online-Durchsuchung. Ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da ist also der Zugang der Sicherheitsbehörden zu unserem Computer an strenge Regeln geknüpft, an große Hürden geknüpft. Und dieses Urteil gilt für alle eigengenutzten Systeme, also für das Auto. Wenn ich in Berlin das Urteil erwähne, die Ministerialbeamten kennen das überhaupt nicht. Ja, also im Grunde ist das Verfassungsgericht ist im Computerzeitalter angekommen. Das heißt, wir müssen nur das, was wir als Grundlagen haben, umsetzen. Und da gibt es jetzt Ansatzpunkte, auch für Facebook, auch für Google. Das ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die in der Verhandlung ist seit 3 Jahren. Da wollen die Europäer, und nur die Europäer können es ja gemeinsam, wir können Datenschutz nicht mehr alleine etablieren. Da wird ein neues Datenschutzrecht für alle 28 Mitgliedstaaten festgelegt. Und die Folge ist dann, dass Google und Microsoft Nein. und Facebook keinen Marktzugang mehr in Europa haben, solange sie ihre AGBs nicht ändern? Sie müssen sich an europäisches Recht orientieren, wenn Sie hier sind. Sie werden alles, und wenn Sie es nicht tun, bis jetzt sind hohe Sanktionen vorgesehen, große Geldzahlungen. Sie lobbyieren in Brüssel, die Sache ist noch lange nicht zu Ende. Aber wir haben eine Möglichkeit als Europäer, wie Sie recht sagen, mit unserem großen Markt uns zu wehren. Und wir haben auch eine politische Möglichkeit. Wer sind wir denn, dass wir vor den Amerikanern kuschen? Wer tritt denn da auf und sagt, jetzt ist Schluss mit der NSA-Schnüffelei? Nicht? Denn das, was NSA macht, ist hier verboten, ist durch die Urteile verboten, durch die Gesetzgebung verboten und neuerdings durch den Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat sich zur Vorratsdatenspeicherung äußerst negativ geäußert. NSA unterzieht alle europäischen Bürger mit einer Vorratsdatenspeicherung. Warum geschieht denn da nichts, frage ich mich. Die Grundlagen sind da, ob das, Herr Jogeshwar, am Ende wirkt, ob das wirklich eine Barriere ist. Das wird man sehen. Es gibt das Neueste, ist also das Europäische Gerichtshof hat also das Recht auf Vergessen festgestellt. Alle haben gejubelt und dann ist plötzlich sichtbar geworden, dass das so einfach nicht geht, dass es Fakten gibt, die nicht vergessen werden dürfen. Richtig, Meinungsfreiheit ist ein anderer Grundrechtswert. Und jetzt hat man also, heute liest man das in den Zeitungen, hat man also gesagt, ja, wir machen also jetzt, Google hat sich bereit erklärt, da also gewisse Zugeständnisse zu machen, aber nicht für die amerikanischen, nach Amerika geleiteten Daten. Also alles, was irgendwo einen Bezug in den USA hat, ist davon ausgenommen. Können Sie eigentlich vergessen, die ganze Geschichte. Nee? Es wird nichts vergessen. Es wird nichts vergessen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Wir müssen auch unsere Regierung unter Druck setzen. Weil die Regierung nichts tut, das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Bürger so lethargisch sind. Würden die in den Wahlversammlungen diese Fragen stellen, dann wäre das anders. Kein Parteitag der Parteien, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, hat unser Thema zu einem Schlüsselthema gemacht. Keine Partei. Und wenn das ein Thema wird, letzte Bemerkung, wie vor vielen Jahren der Umweltschutz, der ja auch zögernd begann, sondern die Leute gesagt haben, jetzt ist Schluss, wir wollen unsere Natur schützen und die Politiker unter Druck gesetzt hat, dann, wenn das nicht so ein Thema wird, werden wir noch lange warten. Also ich plädiere dafür, eine Bürgerbewegung zum Schutz unserer Grundrechte zu etablieren, so wie wir damals eine Bürgerbewegung in Gang gesetzt haben zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das sind jetzt viele Punkte, bei denen man einhaken kann. Also der erste Bereich ist immer noch, es werden Daten abgeschöpft von Konzernen. Die Ohnmacht der nationalen Regierungen, vielleicht sogar der EU, haben Sie skizziert. Der zweite Bereich ist, es werden Daten abgeschöpft, aufgesogen, wie auch immer. Dietmar Dart nennt das die Sauger. Das gefällt mir ganz gut. Die NSA ist auch so ein Sauger. Und die Briten nicht zuletzt natürlich. Es gibt eine Kooperation zwischen den Unternehmen und den Geheimdiensten. Das ist ganz aktuell in der Obama-Administration ein großes Projekt. Das ist alles unbestritten. Für mich ist trotzdem erstmal eine ganz simple Frage, wenn es denn ein Rechtsbruch ist, wenn man nach deutschem Recht gar nicht so vorgehen darf, wie zum Beispiel Facebook das tut. Frau Roth, wieso kann man das nicht mit deutschem Recht einschränken? Na, ich finde, das hat Gerd Baum ja sehr schön gesagt. Man könnte ja, aber man will ja nicht.
Das finde ich relativ deutlich zu sehen. Also bei Facebook speziell ist es so, die sind, glaube ich, gebunden durch den Datenschutzbeauftragten von Irland, weil sie ihren Sitz in Europa in Irland haben. Wenn man sich im Internet, das kann man sehr schön sehen, mal anschaut, da gibt es Fotos von der irischen Datenschutzbehörde. Das ist so eine kleine Hütte, die da irgendwo in der Pampa steht und wo man sozusagen von außen schon sehen kann, da, also ich weiß nicht genau, wie viele Leute da drin arbeiten, aber es sind jedenfalls nicht ausreichend, um einem Konzern wie Facebook irgendwas Wirksames entgegenhalten zu können, zu dem eben aus Europa auch nicht der nötige Druck kommt, zu sagen, wir meinen es jetzt tatsächlich ernst. Es gibt eben Max Schrems, den ich schon zitiert habe, der sich da alleine durch die Gegend klagt bei dem Versuch, das so ein bisschen einzudämmen. Und ansonsten lehnen sich die europäischen Regierungen zurück und sind da nicht interessiert. Und das ist eben, finde ich, gut beschrieben worden. Dazu würde es eigentlich eine öffentliche Debatte und öffentlichen Druck brauchen, damit die Parteien, die Politiker, die Regierungen sich genötigt fühlen, sich hier mehr für Datenschutz einzusetzen. Und das ist aber leider nicht der Fall. Wobei ich auch eine interessante Frage finde, warum ist das so? Warum setzen sich nicht mehr Leute ein? Denn ich habe eigentlich nicht den Eindruck, das ist eine Frage, die gern gestellt wird, warum interessieren sich die Leute nicht dafür? Warum haben die nichts gegen Überwachung? Warum gibt es hier nicht mehr Interesse an Datenschutz? Und mein Eindruck ist, es gibt sehr wohl diese Sorgen. Ich habe den Eindruck, bei eigentlich fast allen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, das Thema NSA ist bis sozusagen auf die Witze-Ebene angekommen, dass man mal eben so einen Scherz macht darüber, dass die da jetzt ja sowieso alle dabei sind und alles mithören. Das heißt, das ist schon ein Gegenstand der Alltagskommunikation, aber eher eine, glaube ich, Hilflosigkeit. Was kann man denn da tun? Also dass viele Leute nach den Snowden-Veröffentlichungen ja auch tatsächlich protestiert haben. Es hat Demos gegeben, Aktionen vom BND-Gebäude in Berlin und ganz viele auch kleinere Aktionen, Spaziergänge zu den verschiedenen Abhörstationen, die es bundesweit so gibt. Und ganz deutlich von der Regierung zumindest das Signal, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Es gibt kein Problem, es gibt keine Affäre, es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Und ich glaube, wenn eine Regierung so nachdrücklich aussitzt und kein Problem sieht, dann veräppt natürlich so ein Protest irgendwann auch. Ich will nicht sagen, dass es nicht nötig wäre, sich stärker zu engagieren, ganz im Gegenteil, aber das ist zumindest auch mit ausgesessen worden und es ist definitiv nicht so, dass es kein Bedürfnis danach gäbe. Kann man nicht auch sagen, wir haben ja die Erfahrung gemacht, die Älteren mit der Volkszählung, da war eine Aufregung im Lande. Lokale Gruppen haben sich gebildet, hier, also hier in Ludwigshafen, Mannheim, überall waren gegen die Volkszählung. Das war eine Aufruhr. Heute wäre das viel, viel notwendiger. Damals waren es sogar nur anonymisierte Daten. Aber ich glaube, dass eine Rolle spielt, dass viele Menschen sagen, verdammt nochmal, diese neuen Medien bringen uns ja unglaubliche neue Möglichkeiten der Kommunikation. Das ist ja auch so. Wir reden jetzt über die Schattenseiten. Es gibt einen Push, auch einen ökonomischen Push, der da drin steckt. Aber und das in jedem, jeder bedient sich dieser Medien. Also wenn man eine Mail nicht innerhalb von 30 Minuten beantwortet, sagen schon, wo warst du eigentlich? Ja, also im Grunde ist ein ständiger Kommunikationsfluss im Gange. Kann das eine Rolle spielen? Ich habe den Eindruck, also ich war noch Jugendlicher, als die Volkszählung und der Volkszählungsboykott stattgefunden hat und kann mich gut erinnern, meine Mutter gedrängt zu haben, auf ja, jeden Fall die Nummer abzuschneiden und dieses Ding nicht wieder abzugeben. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie ihr Versprechen gehalten hat damals. Ich finde, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen der Rolle des Volkszählungsboykottes für den Datenschutz im Grunde, so ähnlich wie vielleicht Tschernobyl für die Anti-AKW-Bewegung gewesen ist. Und ich finde, es gibt da viele Parallelen. Und ich finde auch, das gefällt mir, als Sie eben gesagt haben, wir müssen es darauf einrichten, da ist noch ein langer Kampf, den wir vor uns haben werden. Und wir müssen eine Bewegung aufbauen, das wird sich nicht in 2 Tagen und in 2 Jahren machen lassen. Ich finde, es gibt die Parallelen dabei. Überwachung ist nicht sichtbar und nicht spürbar. Atomkraft war nicht sichtbar und nicht spürbar. Auch Atomkraft, wir haben jahrelang damit zu tun gehabt, dass es hieß, ja, aber wollt ihr denn dann wieder mit Kerzen leuchten? Wir brauchen ja die Atomkraft, es geht gar nicht anders. Eine Alternative war gar nicht vorstellbar und diese Bewegung hat lange gebraucht, sie hat Tschernobyl gebraucht und dann hat sie irgendwann auch noch mal viele Jahrzehnte später das Unglück in Japan gebraucht, bis irgendwann wir eine
spürbare Wende politisch auch erreicht haben. Und ich glaube, das Volkszählungsurteil war ja ganz wesentlich, ist inzwischen, glaube ich, schon so lange her, dass es viele Leute nicht mehr präsent haben, gerade die Jüngeren nicht. Aber ich denke, dass Snowden vielleicht eine weitere Etappe war. Und ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass diese Annehmlichkeiten, die wir haben, die aber die Überwachung mit sich bringen, irgendwann auch wieder so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt werden zu der Überwachungsgefahr und die andere Richtung überwiegt. Aber das wird nicht von alleine kommen. Ich versuche es mal ohne Mikrofon ganz einfach, weil es sind ja verschiedene Themenbereiche, also die Protestbewegung dagegen, die man organisieren kann, die Demokratisierung, die man natürlich einfordern kann, das ist sicher ganz legitim. Mich interessiert aber doch noch die Frage, die Sie angeschnitten haben, ist es eine reine Unwilligkeit der Politik, darauf einzugehen, oder ist es doch nicht auch so etwas wie eine Ohnmacht der nationalen Staaten gegen diesen neuen Leviathan, wie es genannt wird, auch die großen Konzerne, überhaupt vorzugehen? Sie haben einmal gesagt oder geschrieben, Herr Yogeshwar, dass wir mittlerweile mit der Illusion leben, dass wir souveräne Nationalstaaten sind, die so etwas in ihrem eigenen Rechtsbereich lösen könnten. Das ist ein Konjunktiv, der sich nicht mehr einlöst. Das ist bestimmt so. Ich erinnere mich, im Sommer 1995 wurde ich angerufen vom Innenministerium, damals war Herr Kanter Ihr Nachfolger. Herr Kanter, ja. Wurde angerufen und fuhr nach Bonn, damals war das Innenministerium noch in Bonn, und es war die erste Internetkonferenz oder so ähnlich im Innenministerium, also in einem kleineren Kreise. Und damals bat man mich dazu, weil innerhalb des Innenministeriums, gibt es eine Stabsstelle 6, ich weiß es nicht, die hieß damals so, die sagten, da gibt es kryptologische Schlüssel, ja, mit der und der Länge und die dürfen in Deutschland nicht verwendet werden und können Sie denen mal vermitteln, was die Brisanz ist. Ich hatte damals den Eindruck, dass Herr Kanter von dieser neuen Thematik nichts verstand. Das Bedauerliche ist, also er kam damals und redete von Tatortprinzip, also er wusste nicht so richtig, wie kann er online, wen kann er in Haftung nehmen. Es gab damals so die CompuServe und ähnliche, also diese ersten Provider, die aus den USA kamen. CompuServe hatte seinen Sitz in Columbus, Ohio, und jeder, der bei CompuServe damals Mitglied war, unterschrieb im Kleingedruckten, dass er den Gesetzen des Bundesstaates Columbus, Ohio genügt. Und Herr Kanter war ein bisschen hilflos, nahm den Paragraph 218 zur Hilfe, weil damals bei der Abtreibung die DDR andere Regularien hatte als Westdeutschland, und kam mit dem wunderbaren Begriff des Tatortprinzips. Also das fand ich schon damals toll. Das Interessante ist, damals 1995 zeigte ich auf dieser Konferenz, wie meine E-Mail, über viele Länder geht. Ganz konkret, ich hatte damals von Hennef, wo ich wohne, nach Olpe eine Mail geschickt, und da ich nun sozusagen in Sachen Informatik nicht ganz blöd bin, habe ich die Mail getraced und damals gezeigt, dass diese E-Mail sozusagen über Frankfurt in die USA ging und von den USA wieder zurück. Und fragte Herrn Kanter: Herr Kanter, wo gilt eigentlich welches Gesetz? Ich glaube, er hat das zum ersten Mal verstanden, dass E-Mails sozusagen global laufen. Und das war 1995. Ich empfand es dann ehrlich gesagt als zynisch, dass man heute im Jahr 2015 etwa genauso weit ist wie Herr Kanter damals. Wir haben heute sicherlich andere Gesetze. Und es gibt jetzt verschiedene Facetten. Ich versuche das mal, wenn ich darf, ein bisschen zu sortieren. Das erste ist, gesetzlich gesehen stellen wir fest, es gibt unterschiedliche Gesetze in unterschiedlichen Ländern. Und wenn Sie sich die US-Gesetzgebung einfach etwas genauer angucken, was jeder von Ihnen kann, dann gibt es ein sogenanntes FISA-Abkommen. Und wenn Sie sich das ein bisschen detaillierter durchlesen, wenn Sie feststellen, dass die US-amerikanische Gesetzgebung sehr klar unterscheidet zwischen US-Citizens und zwischen den anderen. Das ist so wie im alten Griechenland, da gab es die Griechen und es gab die Barbaroi, das waren die anderen, die Barbaren. Wir sind Barbaren. Und für uns
gilt, und zwar legal, vollkommen legal, nachzulesen, überprüfbar, dass US-amerikanische Behörden Daten sammeln dürfen ohne Verdachtsmoment und die auswerten dürfen, ohne dass wohlverstanden Verdacht auf Terrorismus oder auf Kriminelles oder sonst was da ist. Das heißt, wir haben eine legale Situation, die längst bekannt ist und die im Grunde genommen einer Nation etwas erlaubt, was in der anderen Nation verboten ist. Ich finde es wiederum einen Zynismus, wenn eine Bundesregierung im vergangenen Jahr von einem No-Spy-Abkommen spricht. Im vergangenen Jahr haben sie davon gesprochen und ich hätte Essensmarken und Gehaltszettel am liebsten geklaut von den Beamten, weil die nicht mal ihre Hausaufgaben machen und wirklich sagen, okay, das können die Amerikaner nicht, weil es gegen aktuelles amerikanisches Recht stößt. Aber das ist eine rechtliche Ebene und die rechtliche Ebene werden wir sozusagen in den nächsten Jahren immer wieder thematisieren. Ich glaube, viel wichtiger ist zu begreifen, wir sind in einer Phase eines extremen Umbruchs. Und dieser Umbruch ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weder der Politik klar, noch uns. Wenn wir wirklich tief ehrlich sind, wissen wir nicht, wo die Reise hingeht. Wir stehen gerade am Anfang eines digitalen Zeitalters, bei dem die Apparate immer leistungsfähiger werden, aber bei dem es plötzlich neue Qualitäten gibt, die auf fundamentale Weise, wie ich finde, das Menschenbild an sich anfangen zu verändern. Wir sind im Moment, ich nenne das immer, in einer Scharnierphase, wo der Mensch an sich neu gesetzt, neu definiert wird. Und das bezieht sich nicht nur auf Privatheit, das bezieht sich auf viele andere Facetten. Und ich glaube, diese Entwicklung ist in vollem Gange und der Weg dahin ist unklar. Nur das Interessante ist, sie wird im Moment getrieben aus mehreren Kräften. Das erste ist, wenn wir von Privatheit reden, könnten wir uns eine Welt vorstellen, bei der alles transparent ist. Der entscheidende Punkt ist, dass es diese Transparenz gibt, aber dass eine Minderheit sammelt und mehr weiß als der Rest. Das heißt, wir haben eine Asymmetrie in Sachen Privatheit. Das ist der Hauptcasus Knactus. Nicht Privatheit an sich, sondern die Asymmetrie. Das zweite ist, dass wir gerade dabei sind, die Ökonomisierung dieser Daten zu erleben. Wir haben bisher in unserer Kultur nicht begriffen, dass Privatheit auch ein Preisschild hat. Das sind ökonomische Werte. Ökonomische Werte in vielfacher Hinsicht, nicht nur für Facebook, nicht nur für eine Werbeindustrie, die zunehmend von den Massenmedien weg in die Social Networks geht. Eine Werbeindustrie, die Ihnen demnächst immer mehr und immer präziser sagt, ja, was Sie eigentlich noch interessieren müsste und was Sie da und da kaufen. Inzwischen ist das schon so gut, dass man von Zeit zu Zeit falsche Werbung reinstellt, hat mir ein Insider gesagt, weil sonst wir fühlen, dass wir wirklich ja, völlig transparent sind. Aber es geht weiter bis in Grenzbereiche, die wir überhaupt noch nicht durchschauen. Gesundheit. Wir haben im Moment noch keine negative Geschichten der Privatheit. Bei der Stasi wusste man, da wurden Leute abgeholt. Bei den Nazis wusste man, da stand die Gestapo vor der Tür und irgendeiner verschwand. In dieser Form der völligen Privatheit haben die meisten von uns noch keine Geschichten. Doch, aber die gären, die nicht Reise in die USA vielleicht, die No-Fly-Lists. Aber im Moment gärt es. Ich sage Ihnen, in ein paar Jahren, und Sie sehen es schon bei Generali, die angefangen haben, Krankenversicherungen, die sagen, gebe uns deine Daten, dann geben wir dir einen Rabatt. Autoversicherung, meine genauso. Sorge ist, dass wir in dem Moment, wo uns klar wird, was der Preis dieser asymmetrischen Privatheit ist, wir nicht mehr zurück können, weil ökonomische Systeme in dem Moment zementiert wurden. Und ich glaube, da ist der Weg, sehr früh zu sagen, was sind die Stellschrauben? Nicht technophob zu sagen, wir wollen keinen Fortschritt, aber wo ist die Richtung? Ist es nur die Ökonomie?
Oder gibt es noch andere Werte, die wir genauso hochhalten müssen und die eben auch ihren Preis haben? Und man ist ja auch gerade gezwungen, über diese Werte neu nachzudenken, also über die Menschenwürde. Warum müssen wir da neu nachdenken? Das ist das fundamentale Grundgesetz unseres Zusammen. Ich nenne Ihnen ein zweites Beispiel, Solidarität. Natürlich muss man über Menschenwürde nicht im Sinne eines Zweifels neu nachdenken. Aber man muss neu nachdenken, wie man sie praktisch ausgestaltet. Das haben Sie vorhin ausgeführt. Ein Beispiel bei dem Thema Gesundheit wäre ja das Thema, wäre ja Solidarität. Wie gehen wir mit dem Begriff Solidarität um, wenn Daten bekannt sind? Schreckliches Beispiel, Leute, die sich wie wir zwei durch Rauchen selbst gefährden, Leute, die Extremsportarten machen, sich gefährden etc. Ich weiß nicht, wie viele andere, die das nicht tun, im gleichen Sinne solidarisch handeln würden in einem Gesundheitssystem. Kann doch kein Maßstab sein. Weiß ich nicht. Herr Baum, ich... Kann doch kein Maßstab sein, dass Ihre Daten offenbaren müssen und auch Ihre Schwächen, dass Sie zu viel essen oder zu viel Butter essen oder sowas, das kann doch nicht gefordert werden oder belohnt oder bestraft werden. Das wird nicht laufen. Das wird auch beim Auto nicht laufen. Wir sind ja voll dabei, das gläserne Auto hier zu realisieren. Das Auto ist ein fahrender Computer. Sie haben gefragt, Ohnmacht. Sind die Staaten ohnmächtig? Sind keineswegs ohnmächtig. Die deutsche Bundesregierung hat lange Zeit die europäische Datenschutzverordnung blockiert. Konnte man nachlesen in dem Feuilleton unseres Freundes Schirmacher der FAZ. Und jetzt ist sie aufgewacht. Vorige Woche war ich in Berlin, haben gesagt, um Gottes Willen, Facebook, da müssen wir noch nachbessern in der Grundverordnung. Also sie merken, dass die Entwicklung läuft und dass sie irgendwann gefragt werden müssen. Es ist ja richtig, wenn die Leute kein Beispiel haben, wo es sie persönlich betrifft, ist das schwierig. Aber verdammt nochmal, unsere Verfassung betrifft uns doch alle. Warum können wir denn die Leute nicht überzeugen damit, dass wir sagen, diese Datensammler haben nur ein Ziel, Persönlichkeitsprofile herzustellen. Sie wollen wissen, was wir gemacht haben und sie wollen voraussagen, was wir machen werden. Und sie sagen, dieser Mensch da, der Erik Schmidt, der wie ein Staatsgast empfangen worden ist in den Hauptstädten, der hat gesagt, wir werden die Antworten auf Ihre Fragen kennen, ehe Sie selbst die Frage stellen. Also die wollen über uns etwas wissen, aus verschiedenen Motiven. Die NSA will es wissen aus Sicherheitsinteressen. NSA hat 30 oder 40.000 Leute, die machen nichts anderes als Informationen zu sammeln. Die Big Data Leute wollen es wissen, weil sie Geld verdienen wollen. Und dann kommen wir müssen auch nachdenken, was heißt denn Einwilligung? In dem damaligen Urteil des Verfassungsgerichts wurde gesagt, wir haben eine informationelle Selbstbestimmung. Wir können gar nicht mehr selbst bestimmen, denn wir wissen ja gar nicht, was mit unseren Daten geschieht. Also diese informationelle Selbstbestimmung läuft vielfach ins Leere. Facebook sagt jetzt, wenn ihr zustimmt den Geschäftsbedingungen, dann haben wir freie Hand. Wir müssen nachdenken, ob die Einwilligung in dieser Form überhaupt noch zählen kann, angesichts eines quasi Monopolisten, mit Facebook hat ja jetzt angekündigt, dass sie uns verfolgen in andere Netze. Nicht nur ins eigene, sondern auch in andere Netze. Da sind wir doch nicht hilflos und wir können doch nicht durch die Einwilligung hat den Charakter verloren, als die Welt noch einfacher war, da war das in Ordnung. Ja? Aber jetzt übersieht der Einzelne das noch gar nicht mehr, was er macht. Also wir werden auf ganz neue, auch rechtliche Definitionen kommen müssen. Und die Ohnmacht ist natürlich, die Entwicklung ist in Riesenschritten, geht sie voran. Der eben erwähnte Schirmacher ist einer der Ersten gewesen, der das erkannt hat in der FAZ. Es ist wirklich ganz schlimm, dass er nicht mehr da ist. Aber wir versuchen ja, das fortzusetzen, jeder von uns. Ich möchte einen Moment, wenn ich darf, das Thema Privatheit sozusagen einfach mal zwei Schritte zurückgehen und einen Moment auch selbstkritisch fragen, über was reden wir. Ich bringe eine Metapher. Ich gebe zu, vielleicht hängt sie, aber auf der einen Seite haben wir die Burka, auf der anderen Seite haben wir Bikinis. Ich habe drei Töchter. Vor 100 Jahren wären meine Töchter im Bikini verhaftet worden, ja, und in bestimmten Staaten garantiert noch heute, weil man unterstellen würde und sagen würde, die zeigen zu viel Privatheit. Ich frage mich, ohne die Antwort zu kennen,
sind wir im Moment möglicherweise in einer Veränderung, bei der dieser Grundsatz der Privatheit, den wir haben und der witzigerweise auch vielleicht gar nicht so alt ist, wie wir ihn unterstellen, also vor 500 Jahren, naja, da gab es Ludwigshafen nicht, aber nebenan in Mannheim lebten ja 6 Menschen in einem Zimmer. Also da war Privatheit in gewisser Weise auch ein bisschen anders als das, was wir heute sehen. Ich frage mich immer, sind wir gerade dabei, einen Wandel zu durchlaufen, bei dem die Setzung der Privatheit und damit auch wiederum die Setzung des eigenen Menschenbildes vielleicht eine andere wird, was nicht heißt, wir lassen jetzt die Googles tun, was sie tun dürfen. Aber das klassische Argument, was wir alle haben, ist, wenn wir den Kindern sagen, geh nicht in Facebook, ja, weil die Kinder machen irgendwelche komischen Partys und dann sieht man da furchtbare Bilder mit zu viel Bier. Und die sagen dann immer, pass auf, wenn du dich später mal bewirbst, ja, dann wird man dir das Bild vorhalten. Nein, es kann vielleicht so sein, dass wir in Zukunft meine Kinder Bewerbungen haben und der Personalchef hat auch solche Bilder ins Facebook und vielleicht als Gesellschaft sagen wir, naja, das gehört vielleicht dazu. Also Privatheit kann sich verändern, kann sich möglicherweise auch in einigen Details verändern, wo sie praktisch sind, aber der entscheidende Punkt für mich in der Debatte ist eben zu fragen, inwieweit lassen wir Asymmetrie zu, und zwar vor allem Asymmetrie, wenn sie Macht oder wenn sie ökonomisch getrieben ist. Man kann die gleiche Frage ja auch umdrehen und dann kann man fragen, wie viel Selbstbestimmung ist dann noch möglich? Komischerweise ist das Stichwort Freiheit auch beim Menschenbild jetzt noch gar nicht gefallen. Wir saßen vorhin in der Bibliothek hier im Ernst-Bloch-Zentrum. Im Hintergrund war die Zeitschrift, die Philosophiezeitschrift Hohe Luft mit dem ganz großen Titel Bestimmt selbst. Sie halten morgen einen Workshop hier ab, Frau Roth, wo es darum geht, wie man denn als Einzelner im Netz digital kommunizieren kann und damit selbst bestimmen kann, was man verschlüsselt vielleicht, was man zulässt, welche Form von Privatheit man organisiert oder vielleicht auch welche Kompromisse man macht, das haben Sie am Anfang genannt. Welche Selbstbestimmungsmöglichkeiten sehen Sie denn überhaupt? Nicht so viele, leider. Vor allen Dingen angesichts dessen, was wir in den letzten Monaten auch wieder über die, sagen wir mal, aggressiven Unternehmungen der Geheimdienste ja lesen können, die aktiv versuchen, Verschlüsselung zu unterlaufen und sozusagen alle Versuche, die eigene digitale Kommunikation irgendwie ein bisschen zu schützen, versuchen zu brechen. Insofern kann man da auch wenig bestimmte Aussagen im Moment zu treffen, wie viele Möglichkeiten wir haben. Aber ich finde doch, dass es wichtig ist, sich darüber zu informieren, welche wir haben und dann zumindest versuchen, ein bisschen unter uns zu bleiben in der Kommunikation. Das sehe ich anders als Ranga Yogeshwar. Ich würde das eher vergleichen mit dem Unterschied zwischen Postkarten und Briefumschlägen. Also ich möchte in der Regel meine Post in Briefumschlägen haben und selbst entscheiden, wer sie lesen kann. Und das handhabe ich mit der digitalen Kommunikation genauso und denke, das sollten wir alle versuchen, ein bisschen besser zu lernen, zumindest, dass wir entscheiden, was wir verbergen und was wir veröffentlichen, weil ich in dieser ganzen Frage eben auch wichtig finde, auch wenn natürlich diese Fragen, die wir gerade hatten, was bedeutet Privatheit und was haben wir eigentlich für Entwicklungen in der digitalen Welt und können diese Begriffe von Privatsphäre überhaupt greifen. Momentan tun sie nicht, weil sich einfach so viel verändert. Dennoch glaube ich, dass wir zusehen müssen, dass wir selbst ein bisschen mitbestimmen und ich würde dann nach der Prämisse vorgehen, ein bisschen mehr Schutz ist immer besser als ein bisschen weniger. Das heißt, jedes bisschen, was wir dazulernen, wie wir Profilsammlungen von den Unternehmen einschränken können und wie wir unsere Mailkommunikation vielleicht in Briefumschläge verpacken können, das hilft schon mal ein bisschen weiter. Und insbesondere aus der Arbeit, die ich im Untersuchungsausschuss habe und wenn ich mir die Sichtweisen des beispielsweise BND dabei quasi täglich vor Augen führe und zum Beispiel auch sehe, wie sehr irgendwann versäumt wurde, die Gesetze auch gerade für die Geheimdienste der technischen Entwicklung anzupassen, wo wir neulich gelernt haben, also jetzt erst kürzlich,
Und der BND hat das nicht als Problem angemeldet, ganz im Gegenteil, dass zum Beispiel bei der Umstellung der gesamten Telekommunikation von, und jetzt wird es ein bisschen technisch vielleicht, leitungsvermittelter auf paketvermittelte Kommunikation, also sozusagen Telefonate, so wie früher, die normal durch Leitungen gingen, hin dazu, dass das über das Internet stattfindet und die Kommunikation in kleine Pakete aufgetrennt wird, durch Leitungen geschickt wird oder Glasfaserkabel in dem Fall und hinterher wieder zusammengesetzt wird, dass das für Nachrichtendienste wunderbare Möglichkeiten eröffnet und die Kontrollmechanismen, die wir haben, die da zum Beispiel sagen, die Kommunikation darf maximal zu 20% abgehört werden. Und da ist es im Übrigen auch so, dass da sind wir den USA nicht hinterher, dass auch der BND einen Unterschied macht zwischen dem Abhören von Deutschen und dem Abhören aller anderen. Das ist im Grunde so ähnlich wie bei den USA. Natürlich gibt es da formale Unterschiede, aber der BND ist der Meinung, die Grundrechte gelten in dem Fall, also das Grundrecht Artikel 10, gilt nur für Deutsche und für alle anderen gilt das nicht, obwohl die Verfassungsrichter das anders beschrieben haben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich sehe schon, wir können dann gleich noch uns darüber unterhalten, dass eben die Gesetze, die sagen, wie das gemacht wird, das Abgreifen von maximal 20%, das bezog sich auf die leitungsvermittelte Kommunikation. Bei der paketvermittelten Kommunikation funktioniert das gar nicht, wenn man da ins Detail geht und da hätten Gesetze angepasst werden müssen. Da hat zuletzt ein Techniker des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik, die prüfen, was der BND da tut, in seiner Verzweiflung in der Anhörung gesagt, dann müssten Sie den BND verbieten. Zitat, in einer Anhörung des Untersuchungsausschusses, weil er selber im Grunde erklärt hat, dass das, was da gesetzlich vorgeschrieben ist, mit der technischen Realität so nicht mehr zusammenpasst. Es gibt aber einen Unterschied. Er greift ja nach Suchbegriffen an. Es gibt da ganz viel, was wir da im Detail dazu sagen müssen. Ich versuche das ein bisschen größer jetzt in den Linien zu beschreiben, warum diese technischen Entwicklungen einfach, und das ist lange her, dass die Umstellung angefangen hat, das ist Anfang des Jahrtausends gewesen, das sind jetzt 15 Jahre her, wo eigentlich solche Gesetze hätten angepasst werden müssen, wo aber niemand gesagt hat, hier müsste was geändert werden, das hätte der BND tun oder anzeigen müssen, die Innenpolitiker, die damit befasst sind. Und zurück dazu, was können wir tun, um uns vor all dem zu schützen? Wir müssen es erstmal verstehen und es muss beigebracht werden. Ich finde, da fehlt zum Beispiel in den Schulen ganz viel momentan auch und das kann man den Lehrern nicht vorwerfen. Die haben diese Ausbildung gar nicht, um den Kindern und Jugendlichen die Medienkompetenz zu vermitteln, um zu sagen, benutzt nicht alle Google. Ganz im Gegenteil ist es so, dass Google, Facebook oder auch Microsoft-Produkte in der Regel in den Schulen benutzt werden, auch weil die Firmen in den Schulen als Sponsoren die Schulen ausstatten, weil die Schulen selber das Geld nicht haben, sich vernünftige, unabhängige Firmen, unabhängige Technik zuzulegen. Das heißt, die Kinder kriegen das so beigebracht, die Lehrer wissen gar nicht, was man anderes tun könnte. Und damit fehlen vollständig die alternativen Möglichkeiten und Inhalte auch, die eigentlich in den Schulen beigebracht werden müssten. Nun ist ja interessant, dass das Netz ursprünglich mal... Möchte ich jetzt hier mal auf Herrn Jogeschwar auch antworten, ja? Ich warte halt. Bitte. Oh, bitte. Nein, machen Sie. Gehen Sie los. Es ist ja ein interessantes Beispiel. Eine Familie, wo 6 Personen wohnen in einem Zimmer oder einer ganz kleinen Wohnung. Dann kriegen 5 Personen mit, was der 6. macht, ja? Hier kriegen viel mehr Leute mit, was wir machen, ja? Weltweit. Und das ist also, im Grunde geht es ja um die Dimension, hat sich geändert. Ja, die Möglichkeit, Daten zu speichern und zu verarbeiten durch Algorithmen, das ist doch neu. Das ist eine Riesenversuchung für die Polizei weltweit, die sagen, her mit den Daten, alle Autobahndaten, die Diskussion kommt, sage ich Ihnen. Der Dobrindt mit seiner Maut, da wird das alles noch dran gehängt. Fluggastdaten, das neue Thema, Fluggastdaten nicht nach Amerika, sondern Fluggastdaten Europa. Mit allen möglichen Nebendaten noch dagegen. Also die sagen, das ist ja toll, das könnten wir doch irgendwann mal brauchen, also nehmen wir das. Also die Versuchungen der neuen Technologie sind da. Und es ist eine Sache noch nicht zur Sprache gekommen, die Gefahr für die Demokratie, die da drin steckt. Das Verfassungsgericht hat immer gesagt, wer sich beobachtet fühlt, fühlt sich nicht frei. Fühlt sich auch nicht frei in der Wahrnehmung seiner Bürgerrechte. Ein Beispiel in Dresden gibt es immer Demonstrationen zum Jahrestag der Zerstörung der Stadt.
Und da hat es eine große Demonstration gegeben, eine Gegendemonstration gegen die Rechten im Übrigen. Da hat die Polizei alle Handys gespeichert. Ja, wer geht denn noch zu einer Demonstration, wenn er sagt, ich werde hier beobachtet? Also ich als Person werde ich hier gespeichert, wenn ich an einer Demonstration... Also die Wirkung auf die Demokratie, die Manipulierbarkeit der Wähler, die in Untersuchungen ja schon festgestellt worden ist, wie die Politiker versuchen, an Wähler ranzukommen, das verändert sich doch alles. Im Grunde ist diese ganze Entwicklung hat so viele Dimensionen, auch auf unser eigenes Verhalten, auf unsere Köpfe, auf die Art, wie wir kommunizieren, auf die Art, wie wir Mails schreiben. Ich schreibe Mails anders als Briefe, nicht? Also wir verändern uns. Und die Tatsache, dass die Zeitungen weggedrängt werden durch diese Apparate, das verändert ja auch dass die ganze Publizistik. Im Grunde sind wir an einer Revolution, die wir annehmen müssen, mit der wir umgehen müssen. Und das wird ein ganz schwieriger und schmerzhafter Prozess. Das ist genau die Frage, die ich vorhin aufwerfen wollte beim Thema Freiheit. Und die stelle ich Ihnen gleich, Herr Jogeschwar. Genau die. Weil das ja ein wichtiger Punkt ist. Ab wann wird sie eingeschränkt, die Freiheit? Sind das wirklich nur so manifeste Erscheinungen wie Handydaten werden bei Demos eingesammelt? Oder geht es noch weiter, wie Sie das auch geschrieben haben, Frau Roth, in Ihrem Blog, dass man, wenn man schon beginnt, sein Verhalten zu kontrollieren, weil man ja weiß, es liest jemand mit, es hört jemand mit, sei es ein Konzern, sei es ein Geheimdienst, beginnt man sich zu fragen, werde ich das schreiben, werde ich einen Witz über Guantanamo machen, wenn ich doch weiß, dass die Kollegin vor 4 Wochen nicht einreisen konnte in die USA. Also ist das vielleicht schon so subtil bei der Einschränkung der Freiheit, dass es schon bei der Kontrolle des eigenen Verhaltens beginnt. Und das wäre die Frage, wie ändert sich dann das Menschenbild? Wenn man einen Moment genau hinschaut und das Wort Freiheit hört, dann ist das Wichtige, sich mal zu fragen, wer stellt die Forderung? Welcher Mensch? Wie ist der verankert? Welches demokratische Selbstbewusstsein hat er? Und gibt es 2 Möglichkeiten, diese Freiheit zu töten. Die eine ist, die Freiheit ändert sich durch mehr Restriktionen, durch Überwachung und der Mensch bleibt. Oder der Mensch ändert sich. Und deswegen habe ich gesagt, es ist die Komplexität dieser Debatte besteht darin, dass die normative Kraft, die in diesem Verhalten, in diesen Mustern, in diesem Optimize Yourself, ausstrahlt, dazu führt, dass der Bürger der Zukunft die Gefahr läuft, nicht zu sagen, ich möchte, sondern ich werde gemöchtet, das und das zu kaufen, das und das zu wünschen. Das bedeutet, wir erleben im Moment eine Veränderung, die in einer Qualität uns selber viel tiefer tangiert, als wir es überhaupt begreifen. Wissen Sie, das ist, wenn ich eine platte Parallele nehmen darf, es gab vor 30 Jahren einen Konsens, dass eine selbstgemachte Gemüsesuppe wunderbar ist im Vergleich zu einer Tütensuppe. Das Interessante ist, wenn Sie das Experiment heute wiederholen, wenn Sie feststellen, dass der Mehrheit der Bürger die Tütensuppe besser gefällt. Warum? Weil es eine Geschmacksadaptation gibt. Und meine Sorge ist, dass bei der gesamten Debatte, wo wir immer sagen, wo müssen wir uns schützen, etc., wir nicht begreifen, dass der Mensch an sich gerade dabei ist, und die jüngere Generation macht es, und das ist vielleicht auch eine der Erklärungen, warum die Leute nicht auf die Straße gehen, warum diese Empörung nicht da ist, die wir eigentlich uns alle erwünschen, dass der Mensch an sich dabei ist gerade, sich so zu verändern, dass Freiheit eine völlig neue Konnotation kriegt. Interessant, das gefühlte Maß der Freiheit verändert sich nicht, aber das de facto Maß der Freiheit offenbar, wenn man anders kommuniziert. Freiheit ist immer eine Frage, auf welcher Basis Sie das formulieren. Und natürlich haben wir verankert, sozialisiert in einer, wir sind in einem Haus eines Philosophen, also auch in einer Philosophie, die ganz klar nach Leitlinien, nach Idealen eines Staates, nach einer Gesellschaft orientiert ist. Aber was wir merken ist, dass ökonomische und politische Opportunität gerade dabei sind,
das Rückenmark dieser Gesellschaft wirklich zu verändern. Und das ist viel tiefer, als zu sagen, mein Handy wird abgehört oder Paketdarstellungen von Glasfaserleitungen, die notabene, ich habe mir das mal im Detail angeguckt, inzwischen auch zum Beispiel von Tata, also von Indern, ja, quer über den Atlantik gehen. Das ist alles schönes technisches Rauschen. Aber der tiefere Punkt ist, was macht das mit uns? Und meine Sorge ist, dass wir unbewusst, ohne es zu merken, irgendwann aufwachen und merken, wir sind bereits programmiert. Also wir stellen die Frage gar nicht mehr. Also das scheint die eine merkwürdige Dialektik zu sein. Wir programmieren Maschinen, die uns programmieren. Das ist der schreckliche Umkehrschluss. Die andere Dialektik hat, habe ich vorhin zitiert, Byung-Chul Han formuliert in der Transparenzgesellschaft. Das Netz ist angetreten mit dem großen Freiheitsversprechen, Transparenz als positiver Begriff, horizontale Kommunikation, wenig Hierarchien, Partizipation und so weiter. Community ist das Symbol, ist abgelöst worden durch das große Symbol Datencenter und Kontrolle, und der Begriff Freiheit ist merkwürdigerweise geblieben, hat sich aber eben als Kontrolle erwiesen. Das ist die zweite seltsame Dialektik, die offenbar stattgefunden hat. Die ganz einfache Frage, die ich mir erlaube, ist, was kann man denn als Einzelner tatsächlich dagegen tun? Eine Protestbewegung sozusagen initiieren, einen Demokratisierungsprozess anstoßen, das anfangs genannt, eine Verrechtlichung. Was kann man wirklich tun? Also ich glaube, der erste Punkt ist Kompetenz. Wir erleben in den letzten Jahrzehnten eine Debatte in Deutschland, bei der unglaublich viele Leute darüber reden und nicht wirklich verstehen, worüber sie reden. Und Kompetenz hat für mich etwas Tieferes damit zu tun, dass wir wieder auch speziell in Europa und in Deutschland in den Fahrersitz zurückkommen. Dass wir diese Zukunft auch von hier aus mit unseren gesellschaftlichen Werten aktiv gestalten können. Wir haben eine völlig absurde Situation, bei der wir uns empören, aber keine Alternative haben. Wir schimpfen über Google und sobald die Talkshow vorbei ist, googeln wir, weil es keine Alternativen gibt. Und ich glaube, genau da geht es darum, dass, das ist auch mein tieferes Motiv gewesen im letzten Jahr, diese Jeder kann programmieren Initiative, die notabene nicht nur auf Kinder abzielt, sondern auf viele. Dahin zu setzen, zu sagen, ich möchte nicht, dass die nächste Generation nur noch eine Generation des Konsums ist, der Gedanken der anderen, sondern es geht darum, dass wir aktiv gestalten. Und mit dieser Freiheit wird uns dann, glaube ich, etwas einfallen. Im Moment ist es so, wir überlassen dieses Denken im Wesentlichen einer Region im Westen der USA, die nach klaren ökonomischen Kriterien, und zwar nur nach diesen, Sie haben die Firma Nest genannt, ich habe einen guten Freund, der seit diesem Jahr da arbeitet, das ist alles toll, die Technik an sich schafft neue Optionen und das ist auch legitim als Gesellschaft zu sagen, was kann man damit machen. Aber the driving force ist nur eine ökonomische. Im Grunde, Sie haben gefragt, was kann man tun? Da ist natürlich die Frage der Erziehung, nicht? Der Bildung, die Menschen vertraut machen mit der Situation. Sie erleben das ja nicht nur bei Kante, auch heute in Berlin. Selbst Leute, die zuständig sind, haben relativ wenig Kompetenz, nicht? Die damit nicht beschäftigt, machen also Vorschläge, wenn du die Hände über den Kopf zusammensteckst. Also Google soll den Algorithmus offenlegen zum Beispiel. Nicht? Kann nur irgendjemand machen, der Google keine Ahnung von Algorithmen hat. Also das ist ein ganz schwieriges Feld. Und da muss man sich einarbeiten und die jetzige Bundesregierung hat das nicht getan. Die hat punktuell einiges gemacht, Sicherung von Daten, aber eine digitale Agenda etwa für die Geheimdienste gibt es überhaupt nicht, nicht. Aber man merkt, dass da zu wenig Leute eine Ahnung haben von der Tragweite des Problems und deshalb auch im Grunde auch nicht erschrocken sind. Wir sind zutiefst erschrocken. Ich bin, vor einigen Jahren habe ich verfolgt einen Kongress des Computer Chaos Clubs in Hamburg.
Und da habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, was NSA ist, bevor das Snowden überhaupt aufgetaucht ist. Also man muss wirklich erschrecken und aus dem Erschrecken muss man dann Kräfte entwickeln, um den Gefahren begegnen zu können. Und ich meine, Snowden ist erwähnt worden. Ich meine, es ist doch toll, ein 26-jähriger Mann, einer von 30.000 Mitarbeitern von NSA, hat den Mumm zu sagen, was passiert. Ja, ist irgendwo einerseits bewundernswert, andererseits erschreckend, dass das nur einer ist und glaube ich noch zwei dazugekommen. Dass also gegen, auch die Amerikaner verstoßen doch gegen ihre eigenen Werte. Diese Silicon Valley-Leute haben keine Ahnung von den Zusätzen zur amerikanischen Verfassung, die also Freiheitsrechte bedeuten. Und es gibt ja auch eine Gegenbewegung, auch im amerikanischen Kongress eine Gegenbewegung. Aber die ist bisher nicht stark genug, weil sie immer niedergeknüppelt wird mit dem Krieg gegen den Terror. Nicht? Das ist das Hauptargument. Wir brauchen das alles. Und bei uns ist das ja nicht mehr so ausgeprägt, möchte ich sagen. Also die Reaktion auf Paris war ja relativ moderat. Nicht? Also, aber bei Amerika schlagen sie alles Argument, alle tot mit dem Krieg gegen den Terror. Und sie fühlen sich auch als kriegsführende Nation. Das ist bei ihnen nicht Kriminalitätsbekämpfung, sondern sie bekämpfen den Terror überall. Mit Drohnen schießen sie Leute ab, wo sie auch sich immer befinden. Das heißt, sie haben eine ganz andere Ausgangssituation und deshalb ist die Verständigung so schwierig und deshalb haben es die Freiheitskämpfer in der amerikanischen Zivilgesellschaft, die es gibt und nicht so knapp, auch sehr schwer. Also die müssen wir im Grunde zu unseren Verbündeten machen. Alleine schaffen wir das nicht. Wir müssen die Verbündeten haben in Großbritannien, in den USA und mit denen wir und in Europa ist das ja auch nicht so doll. Ich meine, wir sind im Datenschutz im Grunde ganz weit fortgeschritten. Wir waren mit die Ersten mit einem Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland. Und die anderen sind, wenn ich so die Beratung in Brüssel verfolge, relativ gleichgültig, also gegenüber den NSA-Gefahren. Im Europäischen Parlament sieht das schon anders aus, bei den Regierungen nicht. Im Europäischen Parlament gibt es ein ausgeprägtes Datenschutzbewusstsein. Und das Europäische Parlament hat beispielsweise gefordert, dieses sogenannte Safe Harbor-Abkommen mit den USA zu kündigen. Das setzt voraus, dass unsere Daten in einen sicheren Hafen kommen, dass sie also dort genauso geschützt sind wie bei uns. Ist doch lächerlich. Das Abkommen muss ehrlicherweise gekündigt werden. Das läuft nicht mehr, es geht nicht mehr, muss ein neues kommen. Das hat das Europäische Parlament gefordert. Die Europäische Kommission hat das nicht umgesetzt bisher. Also wir haben schon Möglichkeiten, auch die Amerikaner unter Druck zu setzen. Und wenn der Innenminister sagt, ja, die deutsch-amerikanischen Beziehungen dürfen keinen Schaden nehmen. Ja, was ist denn der Schaden? Der Schaden, der gemacht wird, ist ein Vertrauensschaden in die Vereinigten Staaten. Nicht? Ein weithin existierender Vertrauensschaden. Da wird gefoltert, im Krieg kann man foltern offenbar, da gibt es Guantanamo. Das heißt also, wir dürfen doch nicht schweigen, aus Angst den Zorn der Amerikaner auf uns zu ziehen. Also was die Beziehung zu den Amerikanern betrifft, Herr Baum, bin ich sehr bei Ihnen. Ich frage mich immer noch, wie souverän ist Deutschland, aber das ist eine andere Frage. Was ich spannend finde, ist, diese Technologie erlaubt Dinge, die vorher undenkbar waren. Und es ist interessant, ich war vor ein paar Wochen mit einem, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ein leitender Mann bei der Telekom, und habe mir mal diese Netzinfrastruktur wirklich im Detail angeguckt. Also wirklich mal vor Ort. Es waren zwei Dinge dabei bemerkenswert, oder drei. Das erste ist, er selber leitet den Bereich und sagt mir, es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Worauf ich begriff, dass ökonomische Kategorien offensichtlich wichtiger sind, als wirklich mal genau technisch zu gucken, was passiert da. Punkt eins. Punkt zwei, es gab eine Infrastruktur bei der Telekom und was wir nicht wissen ist, also das würde jetzt ins Detail gehen, aber wir haben sogenannte Huawei, also eine chinesische Firma und die hat wunderbare Netzverbindungsstellen, so kleine 19 Zoll Einschübe. Und dann sagte er, ja, also die nutzen wir hier, aber in den USA dürfen wir die nicht nutzen. Weil
die Chinesen natürlich genauso mit dieser Infrastruktur in den USA abhören. Das bedeutet, wir kommen in eine Phase hinein in den nächsten Jahren. Ich hatte ja schon gesagt, die Inder machen das Glasfasernetz, warum sollen die nicht auch abhören? Wo wir in eine völlig absurde Situation kommen, wo jeder jeden abhört. Wo also die eine Nation da ist, die andere Nation da ist, gucken Sie sich mal an, wie viele südkoreanische Fernseher in Deutschland hängen. Ja? Die sind auch inzwischen sehr interaktiv. Glauben Sie im Ernst, eine Firma wie Apple, die in Südkorea ihre Hardware produziert, weiß im Detail, was da drin ist. Also irgendwann wird da vielleicht mehr drin sein in China bei Foxconn, als Apple es weiß. Also dann ist es designed in California, made in China und vielleicht noch ein bisschen mehr Backdoor, ja, made irgendwo anders. Das heißt, wir kommen, egal wie, bedingt durch die Möglichkeiten der Technik, in ein Feld hinein, wo auch die Kategorie eine Nation gegen die andere problematisch wird. Wir werden, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren den ersten GAU erleben, derart, dass irgendeine technische Infrastruktur gehackt wird. Wir reden auf der einen Seite vollmundig vom Internet der Dinge, hoffentlich nicht, vom Internet der Dinge, und auf der anderen Seite bauen wir einen Nährboden auf, der Dinge erlaubt, die einer noch kleineren Minderheit Kontrolle gibt. Und da rede ich nicht nur von den Googles. Und spätestens dann werden ganze Nationen anfangen zu überlegen, hey, was machen wir da? Nur wir rutschen sehenden Auges eigentlich hinein. Wir sehen überall diese technischen Möglichkeiten und die sind immens. Wie gesagt, man muss sich nur ein bisschen damit befassen. Das geht bis zur Gesichtserkennung, was Sie heute alles aus Gesichtern rauslesen können. Das ist total witzig. Also es gibt Künstler, darf man auch mal sagen, die... Es gibt eine wunderbare Installation, die gab es auf der Ars Electronica, wo ein Fernseher war, da lief ein Programm, aber Sie müssen lachen. Wenn Sie aufhören zu lachen, stoppt der Film. Also es gibt tolle Möglichkeiten, da können Sie Kunst und Bewusstsein mitschärfen, aber wir schlittern in eine Zone rein, wo mein Credo ist, wir brauchen die Betriebsanleitung dieses Fortschritts und die müssen wir als Gesellschaft schreiben. Also bei dem zweiten Szenario, das Sie jetzt entwickelt haben, habe ich gedacht, wäre es ein Filmstoff, wird es eine Tragödie. Bei dem ersten dachte ich, es wird eher eine Komödie, bei dem jeder hört jeden ab. Gibt es schon. Peter Ustinov, Romeo und Juliet. Da hieß es immer, Sie wissen, dass Sie wissen, dass Sie wissen, dass Sie wissen. Also so ähnlich ist es hier auch. Dieser zweite Punkt der Tragödie, den man sich da vorstellen kann, hat vielleicht bei der Transmediale vor kurzem zu einer etwas melancholischen Grundstimmung geführt. Das war auch die Frage dort, was kann man überhaupt noch tun? Schon der Titel Capture All hat eigentlich verraten, es gibt nichts mehr zu tun. Und Peter Sunde, Pirate Bay Gründer, hat das auch sehr direkt ausgeführt, hat wörtlich gesagt, der Kampf für digitale Freiheit sei verloren. Und er nannte das Netz insgesamt eine zentral gesteuerte Scheindemokratie unmündiger Bürger. Punkt Absatz. Nur einer hat eine Ausnahme gemacht, das war Evgeny Morozov. Der hat gesagt, man ändert nichts an den Problemen, wenn man sie enthüllt. Man ändert nichts an den Problemen, wenn man aufklärt über Strukturen. Es ist ein Problem des Kapitalismus, darf man im Angesicht dieses Herrn sagen. Es ist ein Problem des Kapitalismus. Es sind Besitzverhältnisse der Daten und Besitzverhältnisse der Infrastruktur, mit der sie erhoben werden, die müssen geändert werden. Dann hat man einen Ansatzpunkt. Will ich gar nicht mehr als Frage hier reingehen, sondern... Ich weiß, dass ich auf die Uhr schauen muss und damit wenigstens Sie noch eine kleine Gelegenheit haben, Frau Roth, Herrn Jogeschwar und Herrn Baum. Ich gebe das Mikrofon rum. Ich bräuchte von einer Person das Mikrofon. Guten Abend. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die Engländer, also der Geheimdienst, der englische Geheimdienst, Deutschland alle Beziehungen aufkündigen möchte. Wegen der NSA-Affäre. Stand heute Morgen im Focus Online. Also ganz brandaktuell. Das ist eine Frage an Sie. Also ist das auch eine Einschüchterungstaktik der Briten, um den Amerikanern ein bisschen vorzukommen? Jetzt weiß ich nicht, wie viel Sie sagen dürfen, Frau Roth, als Referentin des NSA-Ausschusses. 8.50 Uhr stand die Meldung bei Focus Online, habe ich vorhin gelernt. Können Sie reagieren darauf? Dürfen Sie reagieren? Nein.
Ich kann da tatsächlich nicht viel dazu sagen, aber ich weiß auch tatsächlich nicht sehr viel dazu. Focus Online weiß Dinge, die zumindest die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss nicht wussten, glaube ich. Ich war bei der entsprechenden Sitzung gestern Abend, auf die sich das bezieht, nicht dabei, um da vielleicht kurz den Kontext zu geben. Es hat gestern Abend eine Obleuterunde des NSA-Untersuchungsausschusses gegeben. Das heißt, die vier Hauptvertreter der vier Fraktionen im Ausschuss haben sich getroffen. Es gab dann einen Besuch des Innenstaatssekretärs Fritsche und des BND-Präsidenten Schindler in der Obleuterunde. Ich selber habe überhaupt gar nicht die nötige Sicherheitsüberprüfungshöhe, um bei solchen Gesprächen dabei sein zu dürfen. Ich war da also nicht. Ich kann also faktisch davon auch nichts verraten. Das ist jetzt mein Vorteil. Ich weiß aber seit heute Morgen, als ich unsere Abgeordneten gesehen habe, dass ihnen etwas erzählt wurde, was sie so ungeheuerlich fanden, dass sie sofort und ohne das zu diskutieren die Runde verlassen haben. In der Befürchtung, dass ihnen später untergeschoben werden würde, dass sie Geheimnisse verraten. Und um 8.50 Uhr wurde dann auf Focus Online ein Bericht über diese Angelegenheit veröffentlicht. Und das ist auch Thema heute der Sitzung gewesen. Ich persönlich weiß nicht, ob stimmt, was bei Focus Online steht, dass tatsächlich die Briten dem deutschen Geheimdienst die Kooperation aufkündigen würden, wenn der Untersuchungsausschuss sich weiter mit diesen Dingen befasst. Wenn das, im Grunde ist das doch sehr naheliegend. Man kann das vermuten. Ich will das hier überhaupt nicht bewerten. Das können Sie vielleicht besser als ehemaliger Innenminister. Aber ich muss sagen, dass das Parlament und in unserer Demokratie ist es ja doch so, dass das Parlament die Regierung und damit dann auch die Geheimdienste kontrolliert, der Form halber und nicht umgekehrt. Das heißt, ein Untersuchungsausschuss, der diese vermutlich unrechtmäßigen Vorkommnisse der Geheimdienste untersuchen soll, sich dann sagen lassen muss, die Kooperation werde möglicherweise gefährdet, weil der BND sich an diesen illegalen Machenschaften nicht weiter beteiligen kann, weil der GCHQ, also der britische Geheimdienst, dann sie nicht mehr mitspielen lassen will, ob die einzige mögliche Reaktion zu sagen ist, wir verbieten dann dem Parlament zumindest zu untersuchen, was passiert ist oder nicht umgekehrt, vielleicht die Kooperation der Geheimdienste noch mal gründlich überdacht werden muss, ist eine Frage, die ich gerne im Raum stehen lassen würde. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Herr Jogeshwar, Sie haben zu Anfang gesagt, Sie wollen keinen Revolver bei sich zu Hause liegen haben. Würden Sie denn eine schutzsichere Weste tragen, wenn überall geschossen wird? Wahrscheinlich würde ich die tragen, wenn überall geschossen würde, oder ich würde irgendwo anders hingehen, wo nicht geschossen wird. Das ist im Internet schwer, aber wissen Sie, vielleicht setze ich mich hin und fange an, mechanische Pendeluhren zu bauen. Das wäre vielleicht etwas sehr Erhellendes, da kann ich auch über Zeit nachdenken, ohne dass das Konto läuft. Also ich glaube, die Debatte, die wir haben, ist, und ich halte das für eine sehr, sehr wichtige, ist, es geht nicht um das Verhalten des Einzelnen, der sich schützen kann, nicht schützen kann, der, jeder von uns hätte die Möglichkeit, ja, einen entsprechenden Schlüssel zu nutzen zum Beispiel, wobei selbst da muss man genau aufpassen. Also ich erinnere nur daran, dass unmittelbar nach der Snowden-Affäre ich mir nochmal die Internetseite des BSI anguckte, um festzustellen, dass das BSI eine Verschlüsselungssoftware anpries, die US-amerikanisch war. Daraufhin habe ich die Leute angerufen. Ich habe gesagt, habt ihr das eigentlich noch alle? Also insofern, es gibt auch durchlässige, eben nicht schusssichere Westen. Mein Petitum ist, dass man am Ende, es ist eine gesellschaftliche Debatte und sie wird nicht dadurch gelöst, dass einige sich schützen und die anderen nicht. Was ich wichtig finde, ist das, was Sie gesagt haben, nämlich driften wir möglicherweise ab, weg von der Demokratie, in eine sonderbare neue Struktur. Wissen Sie, es gab vor ein paar Wochen Davos, World Economic Forum, und das Interessante ist, wenn Sie das so erleben, da geben sich die ganz Reichen die Klinke. Wenn Sie auf dem Flughafen sich mal die Zahl der Falcons und Learjets und so weiter angucken, ist das schon beachtlich. Aber das Interessante ist, dass Oxfam nebenbei
im Kontext dieses Davos-Gipfels gesagt hat, dass wir inzwischen eine Welt haben, in der die 80 reichsten Menschen, 8-0, so viel Vermögen besitzen wie die untersten 40% der Weltbevölkerung. Und das ist für mich, und bei diesen 80 sind eben sehr viele sogenannte Meritokraten, also genau diese Leute, die sozusagen im Internet reich geworden sind, spielen da mit. Und das ist für mich eine Frage, bei der ich am Ende sage, driften wir auch da ab in eine Gesellschaft, die nicht mehr mit den Regeln und dem Selbstverständnis einer Demokratie operiert, sondern ist das womöglich die schwärzeste Seite des Kapitalismus in Reinstform, bei der ein Minimum von Leuten nach dem Verfahren The Winner Takes It All sogar elementare ökonomische, ja, Grundregeln wie Kartellrecht, ja, überfahren. Man hat ja überlegt, bei Google möglicherweise kartellrechtlich zu klagen. Das Interessante ist, währenddem man das sagte, war Herr Schmidt bei Frau Merkel, was ich auch toll finde. Und da ist meine Sorge, dass wir möglicherweise in dieser Ökonomisierung des Netzes einen Nährboden haben, bei dem sich vielleicht, wenn wir nicht aufpassen, Staaten auflösen und Konzerne, und zwar die wenigen, eine neue Herrschaft übernehmen. Das ist kein Land oder keine Topologie, in der ich gerne Bürger bin. Also ich finde, dass die Bemerkung... Wir sind ja jetzt bei einer Diskussion über die Märkte. Ja? Wir haben eine Diskussion geführt und führen sie noch über die Finanzmärkte. Erstaunlicherweise hat die niemand kontrolliert, auch von denen, die dazu berufen waren. Es war kein Thema. Lehman Brothers kam über uns wie ein nicht vorhersehbares Gewitter. Also die Märkte müssen kontrolliert werden, auch die Datenmärkte müssen kontrolliert werden. Sage mir niemand, dass das nicht geht. Die Marktwirtschaft lebt nur durch Wettbewerb. Das war Erhards Philosophie. Er hat eine Wettbewerbsregel hier eingeführt, sagt, nur wenn es fairen Wettbewerb gibt und einer nicht allein das Feld beherrscht und den Konkurrenten wegdrückt mit unfairen Mitteln, dann ist Marktwirtschaft, dann verdient sie dieses Wort. Und sie ist übrigens für den Verbraucher da und nicht für die Wirtschaft. Also ich glaube, es hat ja auch Versuche gegeben, und es gibt sie noch in der Europäischen Union, diese großen Konzerne Wettbewerbsregeln zu unterziehen, jedenfalls was ihre Tätigkeit hier angeht. Da ist der Kommissar Almunia gescheitert, aber die Nachfolgerin hat das wieder aufgenommen, das Thema. Es gibt europäisches Wettbewerbsrecht. Also wir müssen jetzt umdenken, es geht nicht mehr um deutsches Recht, es geht um europäisches Recht. Wäre ja auch sinnlos, eine Regelung nur für Deutschland zu erzielen und nicht für die anderen europäischen Staaten. Das ist immerhin ein Thema und es muss auch ein Thema bleiben. Und ich finde, wir haben ja noch eine Funktion auf den Märkten. Wir sind Verbraucher. Verbraucherschutz ist ja auch stärker geworden. Das heißt also, wenn ich sehe, mir wird ein Produkt angeboten, das nicht umweltfreundlich ist. Viele Menschen orientieren sich ja an der Umweltfreundlichkeit eines Produkts. Oder mir wird künftig ein Auto angeboten, das keine Datenschutznormen erfüllt, die ich mir als Verbraucher vorstelle, habe ich ja auch eine Möglichkeit, auf dem Markt mich einzumischen. Ohne dass ein Gesetz geben muss, ich als Verbraucher habe die Möglichkeit zu sagen, ich überantworte mich nicht einem Autohersteller, der einen Vertrag mit Google hat. Audi Union macht einen Vertrag mit Google, die wollen beide am Auto verdienen. Die einen mit den Daten, der andere das Auto. Und jemand hat festgestellt, das Auto wird dreimal verkauft. Einmal am Anfang und dann wird es noch zweimal verkauft mit den Daten, die das Auto generiert. Die Leute legen Wert auf Entertainment, die Leute legen Wert, dass viele Daten verfügbar sind, auf GPS und was nicht alles. Und das wird alles ins Netz gegeben, ist auswertbar und wird verkauft. Nicht wahr? Google kauft dann diese Daten. Also im Grunde gibt es verschiedene Ebenen, die wir hier haben und die zusammengefügt werden müssen. Also in der Bundesregierung gibt es, glaube ich, 4 oder 5 Minister, die dafür zuständig sind. Aber keiner ist wirklich zuständig. Nicht? Da müsste doch einer dafür stehen, für das Thema, das wir heute Abend behandelt haben. Der müsste unser Ansprechpartner sein. Der müsste die Verantwortung auch gegenüber dem Parlament übernehmen. Das ist nicht sichtbar. Herr Baum, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, der, glaube ich,
vielleicht nicht genug reflektiert ist. Marktwirtschaft lebt von Koexistenz. Sonst gibt es keinen Wettbewerb. Es muss mindestens A und B geben. In dem Hause eines Philosophen sei mir die Frage gegönnt, ob die digitale Kultur am Ende des Tages wirklich noch ein Nährboden ist, der Koexistenz erlaubt. Was wir ja deutlich sehen, ist in diesem Denken verhaftet, dass sozusagen Vergleiche radikal werden. Das erleben wir im Moment im Handel, wo ja, der Preis immer mehr ja, diktiert, wo die Reise hingeht. Die Frage ist, warum nutzen alle Google? Weil es, ohne zu schimpfen, die beste Suchmaschine ist vom Algorithmus her. Eine zweite hat keine Chance. Und meine Frage ist, ist das möglicherweise, liegt es im Wesen dieser digitalen Kultur, dass sie nicht mehr Koexistenz erlaubt und dass in der Folge sozusagen das Elementare der Marktwirtschaft, nämlich Wettbewerb durch Koexistenz, obsolet wird. Und das ist eine tiefere philosophische Frage, bei der ich nicht eine Antwort habe, aber zumindest stelle ich sie, ob wir möglicherweise in den nächsten Jahren hinterfragen müssen, ob diese Art von digitaler Kultur in gewisser Weise auch das Ende des Kapitalismus in der Form setzen muss. Weil wenn es das nicht ist, haben wir Diktatur. Es wäre der Weg in einen weltweiten Totalitarismus. Und ich bin so optimistisch eingestellt, dass ich glaube, dass die Menschheit doch da Abwehrmechanismen entwickelt wird. Außerdem gibt es ja auch noch andere Märkte als nur die Datenmärkte. Also hier gibt es widerstreitende Interessen und es wird hoffentlich auch Wettbewerber geben, die dann Google mal angreifen. Es gibt übrigens ja auch Überlegungen, was man mit Google machen kann. Die Entflechtungsüberlegung ist sehr weit hergeholt, aber sie wird ja diskutiert, nicht wahr? Also und Google spürt ja auch die Gefahren. Möglicherweise gibt es da auch einen Prozess, sich der Kritik jedenfalls teilweise zu entziehen. Ich nehme immer das Argument von Standard Oil, also Rockefeller, der anfing, Öl zu fördern und irgendwann ein Monopol hatte und die US-Amerikaner selber sagten, jetzt reicht's und dieses Monopol aufschnitten, also er musste dann Chevron oder SO, phonetisch Standard Oil, SO, also musste es aufteilen. Ich nehme immer das Argument, weil die Amerikaner selber das schon mal in ihrer Geschichte erlebt haben. Aber die Frage ist, sind wir in heutigen Zeiten in der digitalen Kultur noch in der Lage, dieses zu tun? Ich weiß es nicht. Das ist doch fast ein schönes Schlusswort. Im besten Fall haben wir Monopolkapitalismus. So geht es dann offenbar auf. Das muss das Schlusswort sein. Ich weiß, Sie müssen weg. Es hätte wahrscheinlich noch viel Gelegenheit gegeben, vielleicht auch nachher noch hier im Raum, vielleicht mit einem Blochwein oder mit einem Blochsprudel oder wie auch immer, das weiter zu besprechen. Ich weiß nicht, wer außer Ihnen noch zugehört hat heute Abend, wer auch immer mitgehört hat und politische Verantwortung hat, hat jedenfalls eine kleine To-Do-List bekommen. Vielen Dank an Sie drei auf dem Podium. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.